Ja, als Yuka gesagt hat, dass er an Weihnachten Zeit hat, ging alles ziemlich schnell. Ich habe den Flug gebucht und bin dann eben zu ihm nach Las Vegas geflogen, um dort in seinem Studio den Song, den neuen, aufzunehmen. Yuka war von Campfire Song ziemlich schnell angetan und hatte natürlich auch gleich die passende Idee im Hinterkopf, wie wir den Song umsetzen und produzieren könnten. Wir haben bei der Produktion mit dem Schlagzeug und dem Bass angefangen und haben dann bewusst eine kleine Pause gemacht, um die bisherige Produktion auf uns wirken zu lassen. Das heißt, wir sind auf einen Roadtrip gegangen, haben den Grand Canyon besucht, sind dann auf den Black Mountain wandern gegangen, in Nevada direkt. Und mit dieser Inspiration auch durch die Natur sind wir dann zurückgekommen und haben dann direkt am Song weitergemacht im Studio. When? When is now? And now is sooner than previously. Jeder kennt diese Sommernächte, wenn es draußen angenehm warm ist. Und genau in so einer Sommernacht entstand Campfire Song. Ich war zusammen mit Freunden am Lagerfeuer, kam nach Hause spät nachts und saß am offenen Fenster, als dann plötzlich diese angenehme, warme Sommerluft durch das Fenster kam und mich mehr oder weniger beim Gitarrespielen gepackt hat. Also es war fast so, als wäre mir die Melodie zugetragen worden. Mit Yuka zusammenzuarbeiten war wie immer super cool. Wir haben in der einen Woche viel gesehen, viel produziert, wenig geschlafen und natürlich auch das ein oder andere amerikanische Bierchen zusammen getrunken. Da fragt er doch mal, warum? Warum? Cause you take me and lead me away from